So, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video zum Thema Relationen. Heute möchte ich gern über Ordnungsrelationen sprechen. Ordnungsrelationen sind von ihren Symmetrieeigenschaften am genau anderen Spektrum als Äquivalenzrelationen. Ordnungsrelationen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie reflexiv transitiv und antisymmetrisch sind. Ich rufe noch mal kurz in Erinnerung, was diese Bedingungen bedeuten. Das erste ist, dass A in Relation zu sich selber steht, für jedes A aus X. Das zweite bedeutet, dass A in Relation zu B und B in Relation zu C impliziert, dass A in Relation zu C steht. Und die Antisymmetrie bedeutet, dass A in Relation zu B und B in Relation zu A impliziert, dass A gleich B ist. Das heißt, wir sind tatsächlich am genau anderen Ende des Spektrums. Die einzigen Elemente, die die Eigenschaft haben, dass sie in Relation zu einem anderen Element stehen und das andere Element in Relation zu diesem Element stehen, ist das Element, von dem wir sowieso wegen der Reflexivität wissen. Gut. Das erste Beispiel einer Ordnungsrelation ist natürlich die reellen Zahlen oder Teilmenge der reellen Zahlen mit der üblichen Ordnungsrelation kleiner gleich. Das heißt, a kleiner gleich b, genau dann, wenn 0 kleiner gleich b minus a gilt. Diese Ordnungsrelation kennt ihr alle sehr gut. Sie hat die Eigenschaft, dass für je zwei Elemente diese hat eine spezielle Eigenschaft, nämlich dass für je zwei Elemente AB der reellen Zahlen entweder A kleiner gleich B oder B kleiner gleich A ist. Das bedeutet, wenn ich zwei Elemente hernehme, dann ist entweder das eine größer gleich dem anderen oder umgekehrt. Ich kann je zwei Elemente miteinander vergleichen. Im typischen Fall einer Ordnungsrelation ist das nicht so und ich möchte gerne zwei Beispiele geben, die das klar machen sollen. Das erste Beispiel ist eine Ordnungsrelation auf dem R2. R2, das sind Paare von reellen Zahlen x, y, die wir normalerweise mit Punkten in der Ebene identifizieren. Und für, beziehungsweise wenn ihr schon wisst, was das ist, dann natürlich mit Vektoren. Für je zwei U gleich U1, U2 und V gleich V1, V2 definieren wir nun U kleiner gleich V. Genau dann, wenn U1 kleiner gleich V1 und U2
kleiner gleich V2 gilt. Das heißt, in einer weiteren Umformung, dass V1 minus U1 größer gleich 0 ist und V2 minus U2 größer gleich 0 ist. Das heißt, wenn ich mir den Vektor V minus U anschaue, dann liegt der in der Menge der nicht negativen Zahlen mit sich selber im kartesischen Quadrat, beziehungsweise in der Menge, die ihr aus den ersten Quadranten kennt. Gut. Das heißt, U ist kleiner gleich V. Genau dann, wenn V in U plus diesem ersten Quadranten liegt. Das heißt, in jenem Punkt liegt, wenn ich hier U hinmale und den ersten Quadranten dorthin verschiebe, dann sind die Elemente, die rot eingefärbt sind, Nachfolger von U. Wir sehen damit, dass es eine ganze Menge an nicht vergleichbaren Punkten gibt, weil die Vorgänger von U, das sind jene Punkte, die hier liegen. Also solche Punkte, die die Eigenschaft haben, dass wenn ich durch sie einen ersten Quadranten verschiebe, dass ich dann U drinnen habe. Das sind die Vorgänger von U. Alle Elemente, die weder in der grünen noch in der roten Menge sind, sind nicht vergleichbar. Mit U. Das ist nur, um zu zeigen, dass es sehr natürliche Ordnungsrelationen gibt, die tatsächlich partielle Ordnungen sind und nicht Totalordnungen. Also wo es viele Elemente gibt, die nicht mit einem gegebenen Element vergleichbar sind. Weiters möchte ich kurz sagen, dass es eine Verallgemeinerung von diesem Beispiel gibt. Die Verallgemeinerung ist relativ nett, weil sie wie folgt funktioniert. Wenn ich mir irgendeine Menge hernehme, die diese Eigenschaft hat, dass sie ein Kegel ist. Sowas wie hier. Ich nenne das jetzt Gamma. Und eine Relation definiere durch U kleiner gleich V. Also die Relation ist wieder definiert auf dem R2. U kleiner gleich V, genau dann, wenn V minus U ein Element aus Gamma ist oder genau dann, wenn V in U plus Gamma liegt,
dann habe ich genau dieselbe Situation wie beim ersten Quadranten. Ich lade euch dazu ein, euch zu überlegen, wie für eine solche Menge Gamma die entsprechenden Vorgängermengen eines Elements U aussehen. Also wie sieht die Zerlegung von R2, so wie wir es im vorigen Beispiel besprochen haben, in Nachfolger Vorgänger und nicht vergleichbare Elemente aus. Diese Skizze kann euch helfen, euch zurechtzufinden. Sie zeigt euch auch die eine Bedingung, die man an Gamma stellen muss, um sicherzustellen, dass man es noch mit einer Ordnungsrelation zu tun hat, sodass die Antisymmetrie gewährleistet ist. Das Problem ist, dass wenn Gamma nicht mehr konvex ist, also wenn der Öffnungswinkel von Gamma hier unten größer als 180 Grad ist, dass es dann möglich, ich meine, ich kann noch immer die definierende Bedingung von dieser Ordnungsrelation aufschreiben, es ist keine Ordnungsrelation mehr. Das, was wir dann erhalten, ist einfach eine Relation, die die Eigenschaft der Antisymmetrie nicht mehr erfüllt. Also das ist eine kurze Bemerkung. Einzige Bedingung. An Gamma ist, dass Gamma konvex sein sollte. Es gibt einen Extremfall noch, der wichtig ist, und das ist das Letzte, was ich heute erzählen will. Und der ist die lexikografische Ordnung. Hier ordnet man Paare von Zahlen, so wie Bücher, deren Titel die ersten, also wo man die Buchstaben sowie die Zahlen anordnet, so wie man es im Lexikon gewohnt ist zu finden. Das heißt, wir sagen, dass U1, U2, lexikografisch, das mache ich jetzt mit einem anderen Relationszeichen, vor V1, V2 kommt. Definitionsgemäß, wenn U1 kleiner als V1 ist oder falls U1 gleich V1 ist, wenn U2 kleiner gleich V2 ist. Wenn wir uns kurz überlegen, wie unsere Vorgänger bzw. Nachfolgermengen von einem Element U nun aussehen, dann sehen wir, dass in den nachfolgenden Elementen V alle die enthalten sind, deren x-Koordinate strikt größer ist als U. Also diese ganzen Dinge, die rechts von U sind, gehören definitiv dazu. Die zweite Zeile sagt, dass wenn wir zufällig einen Punkt haben, der dieselbe x-Koordinate besitzt, dann soll die y-Koordinate dieses Punktes größer gleich sein. Das heißt,
mit diesem Punkt eingenommen, gehört diese Gerade dazu. Hier unten die Punkte gehören nicht der Nachfolgermenge an, sondern sie gehören der Vorgängermenge an. Das heißt, hier alle diese Elemente haben die Eigenschaft, dass sie der Vorgängermenge angehören. Und das hier oben gehört nicht dazu. Ihr seht, da bleibt kein Platz mehr für eine gelbe Fläche. Das heißt, das ist wieder eine Totalordnung. Und auch das lade ich euch ein, selber zu überprüfen. Gut, ich hoffe, die kurze Serie hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag.